Hey Leute, heute soll es um die spannendsten Fahrzeuge gehen, die man im Spiel finden kann, meiner Meinung nach. Und zwar zum Beispiel dieses hier, was ich euch gerade hier im Intro präsentiere. Ich kann euch das nur empfehlen, mal ein bisschen auch auf Spaß Wert zu legen, anstatt immer nur auf TKD, damit ihr nicht so komisch landet und so weiter, wie ich das hier gerade mache. Also bleibt dran, wenn ihr ein paar lustige Fahrzeuge in GTA Online sehen möchtet. Als erstes wollen wir uns die LF22 Starling anschauen. Dieses kleine, ganz harmlos wirkende Flugzeug hat es aber tatsächlich sehr in sich. Es hat hinten einen Raketenantrieb, vergleichbar mit denen des Vigilante-Fahrzeuges oder des Scramjets bzw. Toreadors. Das heißt, im Endeffekt hat das Ding keine gleichmäßige Beschleunigung, sondern wird immer nur gleitend aktiv sein. Und sonst vom Boost angetrieben werden, um mal wieder ein bisschen an Höhe zu gewinnen zum Beispiel. Der Boost ist aber so lang anhaltend, dass man einfach nur durchdrehen kann. Schauen wir uns das doch direkt einfach mal an. Genau, um das einmal kurz darzustellen, ist es tatsächlich, je nachdem welche Lenkung ihr eingestellt habt, ist das Ding tatsächlich viel zu schwer zu lenken. Von daher habe ich jetzt, glaube ich, auf Komfortsteuerung eingestellt, nicht Profi oder Rennsteuerung. Und dann sieht das so aus. Ja, ist tatsächlich sehr wild, schwer zu handeln, aber wie gesagt, eine Menge Spaß macht das. Und man kann halt sehr kreativ werden, was das Spielen angeht, weil man damit einfach viel, viel freier noch ist, als mit so einem typischen Jet, wie man ihn kennt. Wenn man das Ding ruhig fliegen will, dann braucht man es auch gar nicht bedienen. Man lässt das Ding einfach gleiten und zwischendurch macht man immer wieder diesen Boost an. Unten links sieht man auch, wie viel Boost man noch über hat, in der gelben Leiste. Und ja, was hat das Ding noch zu bieten? Es hat noch Raketen. Und zwar ohne Cooldown. Das war nicht so gut. Ah, jetzt habe ich wieder 3 Sterne. Aber dafür ist das wohl auch bekannt, glaube ich. Das Video wird dadurch, glaube ich, noch weltbekannt, ja. Zusätzlich hat es noch die Ungelenken, es hat leider, das ist ein bisschen schade, nur dieses sehr langsam schießende Maschinengewehr, womit man halt im Luftkampf nicht viel machen kann. Ne? Grundsätzlich ist das Ding hier aber trotzdem sehr geil zu fliegen, macht einfach eine Menge Spaß und wirklich challenging. Und man kann damit auch andere Leute überholen und von hinten dann mit den Raketen verfolgen. Also es ist im Endeffekt auch gar nicht mal so useless. Aber als nächstes gucken wir uns jetzt erstmal den B-11 Jet an. Landen ist immer ein bisschen schwierig mit dem Ding. Aber gekonnt ist gekonnt! Oder so. Gehen wir zum B11. Und da ist er auch schon, der B11. Auch schön in Grau gehalten tatsächlich. Ist dies ein Flugzeug, ein Jet, mit dem man wirklich sehr gut kämpfen kann. Besonders auszeichnend ist das MG hier vorne in der Front. Damit kann man auf jeden Fall einen sehr geilen Soundeffekt erzeugen, was wirklich sehr feierlich ist. Außerdem lässt sich das Ding sehr gut fliegen. Er ist sehr schnell, robust. Du kannst auch irgendwo mal einfach gegenfliegen. Ist scheißegal, das Ding hält das aus. Das Ding verzeiht dir 1000 Fehler. Das ist einfach ein Verzeiher. Verzeiher! Und der hat halt alle Waffen, die man sich wünschen kann. Der hat Raketensperrfeuer, der hat Lenkraketen, die besonders, davon aber begrenzte Kapazität leider. Bisschen schade, aber dafür lenken die wohl genauso gut wie die von den Oppressor oder so. Dann hat der Bomben, die er abfeuern kann. Dann hat er ein Spreng-MG. Wie gesagt, der hat irgendwie gefühlt alles, was man in so ein Ding einbauen kann. Das ist voll krass. Leider zeichnet sich das Spreng-MG bei dem Ding nur dadurch aus, dass es einen guten Sound macht. Und ist aber leider ein bisschen schlechter als man sich das wünschen würde. Genau, das Spreng-MG ist folgendes. Dazu haben wir dann die Lenkraketen. Moment, da. Und wir haben das Raketensperrfeuer. Was wirklich auch ziemlich cool ist, muss man sagen. Und dann wollen wir nochmal kurz die Bomben zeigen. Hoppala. Da haben wir sie doch. Turn down for what? Ja, versuchen wir mal die Bomben nochmal. Boah, traumhaft. Ja, das wäre eigentlich auch schon alles zu dem Fahrzeug. Gucken wir uns als nächstes den Hunter an. Den Helikopter, den Hunter. Auch hier soll Landen gelernt sein. Also gucken wir uns mal die Landung noch mit an hier. Ja. Ja.
Ja, guck mal, so macht man das. Da ist das sexuell notgeile Ding, Alter. Holy shit. Kommen wir, wie gesagt, zum Hunter. Mein, würde ich sagen, doch sehr optisch notgeiles Gerät. Auch alle sind ziemlich notgeil, alle Fluggeräte, die ich hier habe. Der Hunter, einfach optisch schon eine Wucht vorne mit seinem Ortungsgerät, was man verwendet, um mit dieser Kanone, die da unter dem Gerät zu finden ist. Seht ihr das da? Genau, dieses Teil, ja, dieser langanhaltende Schwanz des Gesetzes hier unten. Der Beifahrer kann das Ding bewegen und quasi rundherum unter dem Hunter alles abknallen, was er möchte. Natürlich nach vorne auch, aber nach oben zum Beispiel geht's nicht. Und das macht gerade im Korb natürlich ziemlich viel Spaß. Was beim Hunter cool ist, der hält entsprechend einige Schüsse aus. Und was ihn auch auszeichnet, der hat halt auch echt das gesamte Waffenarsenal. Der Sound ist auch cool. Und der fliegt sich auch sehr schnell. Sehr schön fliegt er sich. Der hat hier eine Möglichkeit, Raketen abzuwehren. Jetzt bin ich zwar, ich glaube, 10 Sekunden lang bin ich jetzt safe vor Raketen irgendwie. Dann habe ich hier bei dem das Raketensperrfeuer mit 7 Raketen. Was tatsächlich ordentlich reinhaut. Oh Gott, das war knapp. Und das gucken wir uns natürlich auch nochmal in der dritten Person an, das Gute. Das ist einmal denn so. Traumhaft. Dann haben wir natürlich auch die Lenkraketen drin in diesem Gerät, die einen größeren Explosionsradius haben. Und natürlich auch ungelenkte Raketen. Nee, haben wir nicht. Ungelenkte Raketen haben wir nicht. Das ist tatsächlich wirklich störend. Das habe ich ganz vergessen. Oh Mann, oh Meter. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Dann hat er noch Bomben, die man abfeuern kann. Nehmen wir mal eine andere Perspektive. Und dann fliegen wir mal kurz ein paar Bomben an. Komm, das machen wir doch direkt. Macht man mit der Draufsicht natürlich, wie sich das gehört, ein bisschen Speed annehmen und dann den hier. Turn down for what? Ja, hat sogar geklappt. Krass. Und dann sehen wir uns gleich mal im Landeanflug wieder. Auch hier versuchen wir eine schnelle und sichere Landung. Dazu einfach, ja, schon leicht runtergehen. So, und... Ja, hat geklappt. Oh, war ein bisschen drüdelüm, aber ging. Was hat der denn da für einen geilen Nasenpiercing vorne dran? Das gibt's ja gar nicht, wusste ich gar nicht. Hatte ich ja noch nie gesehen. Eben war der noch nicht da. Ja, aber wir gucken uns mal als nächstes den Akula Helikopter an, der auch für mich als eines der Fluggeräte gilt, was ich wirklich abfeiere. Davon habe ich sogar 2 mir gekauft, weil ein Akula entweder Lenkraketen oder Sperrfeuerraketen haben kann. Und ich wollte gerade so für Missionen teilweise auch gerne einen mit Lenkraketen haben. Obwohl ich lieber wie heißen die Dinger? Sperrfeuer spiele, genau. Deswegen ist er auch vorne zu sehen. Der andere ist quasi im Lager des Hangars eingelagert, sodass man da nicht direkt einsteigen kann. Ja, was zeichnet den Akula aus? Erstmal können wir natürlich die Räder einfahren. Der ist sehr agil, also im Gegensatz zum Hunter ist er nochmal ein ganzes Stück agiler. Ich habe hier eine nicht so empfindliche Steuerung eingestellt. Und das ist einfach schon so heftig, wie man den so bewegen kann. Dann hat er ein 4er-Sperrfeuer. Nope. Schießt also schneller, oder hat schneller alle abgeschossen und hat dadurch auch schneller wieder eine Recharge bereit, wodurch man häufiger eine 4er-Salve rausschießen nope. kann. Natürlich dafür aber die weniger Raketen hat, ganz klar. Nope. Gott, ich wollte eigentlich mal kurz zeigen, wie schnell der schießt. Und jetzt nochmal, komm, wir halten mal gedrückt. Guck mal, so. Nope. Einmal müssen wir noch einen treffen hier. Nope. Was? Komm, das for fun. Wir wollen jetzt hier nicht nope. beweisen, wie toll wir fliegen können. Wir wollen einfach nur zeigen, wie gut man schießen kann. Ne? Hoppala, nope. Das war ein Einzelner. Aber man kann eigentlich auch mit einem Einzelschuss das mal versuchen. Komm, versuchen wir es mal. Und dann kommt gleich wieder der Bomben-Move. Nope. Hoppala, was mache ich denn da? Einzelschuss! Einzelschuss! Ja, dann kommt der Bomben-Modus. Wieder E gedrückt halten und dann macht man den hier. Turn down for what? Einfach traumhaft. Ja, und was man halt nicht vergessen darf, jetzt haben wir 2 Sterne.
wir können jetzt in den Tarnmodus wechseln. Ich zeig das mal optisch auch nochmal. Dadurch geht das Licht aus und die Luken dicht. Wir haben also keine Waffen mehr. Und dadurch verlieren wir quasi alle Sterne bis auf 2. Und, ja, wir sind halt auf der Karte nicht sichtbar. Deswegen blinkt der Cursor unten links. Was halt für einige Überraschungsangriffe auf Spieler einfach unheimlich goldig ist. Das macht einfach ultra Spaß, kann man echt sagen. Und wenn man nur sich anschleicht mit dem Tarnmodus und dann über dem die Bomben abwirft, damit es nicht so ultra lazy wird, ne? Aber da sind die Lenkraketen natürlich deutlich praktischer. Tarnmodus aus, Lenkrakete abschießen und wieder in den Tarnmodus rein. Das ist natürlich deutlich, einfacher zu machen, zu spielen, als wenn man jetzt mit dem, mit den Raketensperrfeuer kämpft. So, und gut gelandet sind wir auch, wunderbar. Gucken wir uns als nächstes den Savage an als letzten Helikopter und dann geht's wieder zu den normalen Fahrzeugen über, wo ich euch zeigen möchte, mit welchen Fahrzeugen man Spaß haben kann. Der Savage, ich glaube der unbekannteste Helikopter bzw. meist unterschätzte Helikopter, der hat vorne, wie ihr schon hier sehen könnt, so ähnlich wie beim Hunter, eine Waffe hängen, aber hier ist es ein Spreng-MG. Ein Helikopter mit Spreng-MG. Und das MG schießt deutlich schneller als das beim B11. Ungefähr auf dem gleichen Niveau wie das Spreng-MG von dem Jet hier bei dem Militärgelände. Hat also richtig Saft, das Ding. Und da kann man wirklich so Alarm machen. Problem an dem Savage ist nur, er kann nur einen Schuss ertragen. Wenn man einmal getroffen wird mit einer Rakete, ist er halt direkt im Arsch, ne? Das ist das Einzige, was ein bisschen stört. Und der lässt sich sehr träge nur steuern. Und der Rotor ist riesig. Der Rotor ist, der neigt zu tausendfach immer wieder irgendwo reinzufliegen, sodass man natürlich schnell Schaden nimmt. Aber es macht halt einfach Spaß, solange man angreift, ist alles gut. Ist halt wirklich so OP, das Ding. Hat aber auch leider nicht ganz so viel Reichweite. Heißt, man muss immer relativ nah dranbleiben am Feind. Und dann kann man hier richtig schön aufräumen. Das ist so geil einfach. Man muss natürlich ein bisschen Fliegenskills haben, dass man dabei nicht irgendwo reinfliegt. Aber es geht klar. Und man kann hier die Dinger auch richtig, diese zerstörten Autos, kann man auch noch voll hochschießen. Hier, mal richtig schön Alarm machen, wie sich das gehört. Aber wir werden, das Problem beim Savage ist leider, man hat immer sehr schnell sehr viele Sterne. Ist natürlich auch manchmal die Freude, die man sich wünscht. Oh, hier fliegt tatsächlich ein anderer Helikopter rum. Den wollen wir uns nochmal ganz kurz gönnen. Und dann gehen wir auch schon wieder in den Landeanflug und wollen dann mal das nächste Fahrzeug uns anschauen. Beziehungsweise brauchen wir ja gar nicht in den Landeanflug gehen. Wir sehen uns einfach direkt gleich beim Strand. Am Strand werden wir die nächsten Fahrzeuge checken. Der Toreador ist auch eines der Fahrzeuge, was sehr viel Spaß macht. Das kann ich nur empfehlen. Zack, und geht das ab das Ding hier. Da kann man direkt hier in den Fahrzeugmodus wieder wechseln. Und auch nicht. Es hat nicht geklappt. Schade. Einfach nur schade, wie das nicht geklappt hatte. So, da haben wir doch den geilen Move hier. Genau so macht man das im Toreador. Dieses Fahrzeug ist einfach absolute Oberklasse, wenn es um Action geht, wenn es um Zerstörungskraft geht, wenn es einfach nur um Power, Geschwindigkeit und Wasserfestigkeit, um alles geht, was man mit einem Auto machen will, was einen alles nervt. Das wird bei diesen Dingens hier quasi nicht passieren, weil der einfach einen Boost hat. Den kann er 150 Millionen Mal einsetzen. Außerdem, oh, schade. Man braucht halt nur eine Rampe, eine gute. Und dann kann man hier wirklich abgehen. Versuchen wir es mal hier vielleicht. So. Und dann so. Und dann kann man währenddessen noch die Raketen abschießen. Das Ding ist gepanzert. Der kann eine Menge ertragen. Er ist einfach komplett ultra mega geil. Und wenn man hier diesen Delfin-Modus geht, das kann man auch machen. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Dann geht man einmal hier rein, macht den Schwimmmodus an. Schwimmt runter, schwimmt wieder hoch und gibt Vollgas. Und kann wieder runter. Und dann gibt man nochmal Vollgas. Warte, ich kann ja mal so tief Vollgas geben. Und dann wieder hoch. Und dann nochmal Vollgas geben. Yeeha!
Ja, und dafür ist das Ding halt echt, das ist super nice. Und das ist halt im Kampf mega cool. Das ist halt universal einsetzbar. Das ist einfach das beste Ding, was man nehmen kann. Aber als nächstes geht es zu dem guten Vigilante. Was macht den aus? Der hat ein Sturmgewehr oder ein, ja, Maschinengewehr, nennen wir es mal so, wie es da steht. Dann hat das Raketen, kann leider nur eine selber ab, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man schießt, weil man sich selber sonst ganz schnell in die Luft springt. Und das Ding rammt einfach wie die Hölle. Das Ding kann rammen wie ein geisteskrankes Fahrzeug. Guck mal, ich berühre ihn nur leicht und der Typ fliegt schon fast weg. Und jetzt hier, wie die Hölle. Absolut mega geil. Den kriegt man auch nicht weg. Den Vigilante kriegt man auch nicht weggerammt, wenn der Feind den fährt. Das ist unglaublich. Einfach nur zack und alles fliegt die ganze Zeit weg. Ich würde empfehlen, hier die Raketen nicht auszurüsten. Sogar so ein großes Ding kann man wegrammen. Die Raketen nicht auszurüsten, weil man dann sonst sich wirklich dazu neigt, mal aus Versehen die Taste zu drücken. Was man außerdem noch machen kann, ist, wenn man so ein Ding weggeschleudert hat. Man ist einfach ein Riesending, das ist einfach krass. Wenn man sowas macht hier. Der Boost, der ist nämlich sehr stark. Oh, ich bin jetzt krass gewesen. Wenn ich den Boost jetzt anwende auf das parkende Fahrzeug. Wir müssen darauf achten, ich werde da gleich weggeschleudert werden. Und er fliegt jetzt durch die Gegend. Achte drauf. Oh, der Polizeimann. Holy shit, Alter. Wie geil war das denn? Komm, das gibt noch eine zweite Runde. Der ist neuer Polizeiwagen. Komm, den nehmen wir mit. So. Und. Alter, holy Macaroni, ey. Jetzt aber, komm. Nee, doch nicht. Jetzt. Ja, ich glaube, das war okay. Ah, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Power drin. Ich glaube, es geht hier jetzt gut. Alter. Naja, ich glaube, das ist auch ein guter Moment, um ja, auf das nächste Auto zu wechseln. Und das wäre dann einmal der Scramjet, den ich empfehlen kann für ein bisschen Spaß. Und zwar hat der einen Jump, den ich gerade nicht so gut hingekriegt habe. Und der hat einen Boost. Problem beim Boost ist, also beziehungsweise beim Fahrzeug ist, es hat nicht so viel RAM-Kraft. Das heißt, man muss halt echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen Fahrzeuge berührt. Wegrammt. Sinnvoll ist es daher, bei dem Ding eher in die Luft zu springen, nach oben zu neigen und dann den Boost einzusetzen, sodass man den auf Dächer aufspringen kann oder anderes. Und wenn man krass ist, macht man auch noch hier Kills mit Raketen. Das ist der absolute Premium-Move. Das ist so geil, wenn man das hinkriegt. Und hier, macht man einfach so, zack, und dann einmal X. Achso, okay, mein Boost war noch nicht fertig. Probleme eines, wie heißt das Ding, Scramjet-Nutzers. Habe ich lange nicht genutzt, aber ich habe es eine Zeit lang echt massiv eingesetzt. Da gibt es so viele lustige Sachen mitzumachen. Wie gesagt, so, und dann kann man sich neigen. Und dann kann man nach unten schießen. Halt sau schwer, ne? Weil das Ding sich so random neigt. Oh, war das knapp! Holy shit, Alter! Ja, und was hat tatsächlich in der Regel immer passiert, ist, dass man im Pools landet. Das ist so eine Sache, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist irgendwie so ein Scramjet-Problem. Und die Schussrate ist sehr schlecht. Ja, aber das war auch schon alles dazu. Kommen wir zum nächsten, und zwar Oppressor MK1. Ja, wie soll man sagen? Die Oppressor MK1, die macht am meisten Spaß, wenn man im Gebirge fährt. Man muss also am besten aus der Stadt raus und so richtig hohl gegen eine Palme fliegen. Ne, im Grunde ist es halt wirklich so, zack und rüber da. So muss man es machen. Einfach mega geil. Und dann muss man das möglichst so timen, dass man mit dem Hinterrad einmal aufkommt. Dann lädt sich der Boost wieder auf und dann macht man den nächsten Boost an. Und möglichst immer so timen, dass zwischendurch das Hinterrad einmal aufkommt. Und dann kann man hier richtig schön über die Berge rüberballern. Und das macht echt Laune. Und dazu hat das Ding halt auch noch Raketen. Damit kann man natürlich immer so ein bisschen Spaß haben. Das ist halt
wie Geschlechtsverkehr teilweise. So viel Spaß. Ja, jetzt seht ihr wieder, jetzt versuche ich wieder einmal kurz aufzukommen. Hab's nicht geschafft. Ein Dach eignet sich dafür halt auch. Sehr entspannt. Ja, und dann kann man hier schön zwischen den Bäumen durchballern. Das war gerade risky hoch 10, aber das macht's halt auch so interessant, ne? Oh, das ist der Worst Case. Vor allen Dingen, weil das Bike jetzt mega weit wegfliegt. Aber ja, das ist Oppressor Life. Das ist Oppressor Life. So. Ja, am besten ist man MC und dann kann man sich das Ding hier wieder zurückholen zu sich, indem man das Bike zu sich ruft. Das kann man ja als MC machen. Ja, aber wir gucken uns jetzt als allerletztes nochmal den Ruiner 2000 an. Ja, was man mit dem machen kann, das werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall sollte man hier erstmal einen Ausweg finden, oder nicht? Ach komm, man jumpt einfach runter. Und man fliegt mit dem Fallschirm hier runter, während man parallel Raketen durch die Gegend schießt. Man kann das Ding sogar neigen, das ist einfach unglaublich. Damit kann man unfassbar viel machen. Zwischendurch den Fallschirm wieder lösen, dann wieder aktivieren. Und man kann einfach mal komplett den ganzen Berg hier runtergleiten. Mit einem normalen Fahrzeug müsstet ihr hier erstmal unnötig viel rumtüdeln, die ganzen Straßen hin und her. Und mit einem Boostfahrzeug würde man wahrscheinlich in der Luft fliegen und dann irgendwo in einem Pool landen. Was natürlich auch mal ein paar Mal hoch 10 ist. Ne? Das hat man mit dem Ding halt tatsächlich nicht, wenn man das relativ clever regelt. Was bei diesem Teil noch interessant ist, zusätzlich ist, finde ich, sowas hier, dass man auf Dächern landen kann. Da hatte ich mal mit einem Kumpel eine Challenge gemacht. Es läuft da wieder 1A. Wer am höchsten quasi auf die Dächer raufkommt. Wirklich auch gar nicht mal so unscheinbar, wie man denkt. Das ist eine ganz schöne Challenge. Da macht man, glaube ich, so. Und dann hängt man hier fest. Das sind so die Probleme, die ich hatte. So, wir haben das schon mal. Dann gehen wir auf das Dach rüber. So. Und dann könnten wir da hinten noch rüber. Jetzt müssen wir aber hier durch. Oder wir gehen hier drüber. Ich glaube, das ist noch geiler. Gehen wir mal hier rüber. Oder kommen wir da hinten irgendwo hoch? Nee. Komm, wir gehen hier rüber. Oh, ob das klappt? Ich glaube, ich war zu übermütig. Oh, es klappt! Ist klar! Ist das nice! Hier nochmal. Schön hier rauf. Man kennt's. Ja, was haben wir noch für schöne Fahrzeuge? Arena War. Ja, und da haben wir tatsächlich auch verschiedene Fahrzeuge. Es gibt einmal das Motorrad, das springen kann. Und dann gibt es einmal den Cerberus, der einfach diesen Rammschub hat. Oh, der Rammschub, der ist so Gold wert. Das macht so Spaß. Das ist so krass. Da habe ich nochmal ein ganzes Video zu gemacht. Ich zeige euch das auch hier nochmal ganz kurz. Aber in dem Video, was ich jetzt hier nochmal oben in der Infokarte einblende, da wird es nochmal ein ganzes Stück krasser zu sehen sein. Schaut euch das an, ey. Und zwar fährt man in der Regel einfach nur so ein Stück am Auto vorbei, was man anpeilt, und dann macht man den hier. Oder man macht den hier. Ah, shit! Der hat auch diesen Flammenwerfer, er kann jumpen. Das Ding ist einfach ein komplettes Multitalent. Mega geil. So, wieder rechts vorbei. Wenn wir es schaffen. Und man kann die natürlich auch noch so aufstapeln. Teilweise reicht es auch, wenn man ganz langsam an dem vorbeifährt. Mal sehen. So geil, ey. Das hat so viel Saft, dieser Schub, ey. Ja, am besten, ich glaube, ich brenne auch schon. Am besten ist es halt echt, wenn man den erste hochhebt quasi. Und dann weghaut. Aber es hat gerade nicht geklappt. Einen versuchen wir noch. Da ist er, da ist er. Und. Ja, Baby. Wunderbar. Komm, das war's auch schon. Genau, jetzt gehen wir zu dem Death Bike, dem Todesbike. Todesbike am Pillermann.
So, wieder eine schnelle Landeoption. Diesmal nicht an der Lampe festhängen. So macht man das nämlich. Genau so. Das Deathbike, was sich nicht unbedingt als ein Fahrzeug herausstellt, was sehr krass ist mit dem RAM, ist tatsächlich trotzdem ganz lustig zu fahren. Das hat einmal Unterbodenbeleuchtung, was ich auch immer ziemlich sexy finde. Wir können ja mal kurz in Schatten fahren. Bei mir ist sie weiß, hat hinten diesen Schild, der wirklich Schüsse auch abhält. Und dann hat es diese Laserwaffe, die wirklich krass schnell die Dinger zum Explodieren bringt. Es kann springen, es kann kein anderes Bike. Mal gucken wir mal schnell, wie schnell ich denn einen Wagen kaputt kriege, wenn ich jetzt darauf schieße. Ah, zwei Paar Schüsse. Ah, es ist halt gerade schwierig. Jetzt vielleicht hier. Am Parken das Fahrzeug. Hier, guck mal. Es geht echt schnell. Das ist wirklich krass. Man muss halt auch das Fahrzeug treffen, ne? Die Kanonen sind ja teilweise zu niedrig. Vielleicht sollten wir uns mal hier oben raufstellen dafür. Boah, guck mal, das rennt. Ja, ist auch schon alles dazu. Jetzt gucken wir uns als nächstes den Phantom Wedge an. Es geht also nur noch um RAM, wie ihr seht. Und dann können wir mit dem Phantom Wedge, der wirklich relativ günstig zu haben ist, mit diesem Spezialfahrzeug mal zeigen, was so drauf, was so geht. Das ist tatsächlich auch ein ziemlich spaßiges Ding. Ist nur für sowas zu benutzen. Man kann damit auf der Schnellstraße, glaube ich, am allerbesten agieren. Der kann eigentlich noch überleben. Nee, tut er nicht. Wenn er über die Sprungschanze rüberfährt. Man kann damit halt wirklich alles aus dem Weg räumen und wird nicht langsamer, ne? Ich würde das Ganze tatsächlich nochmal gerne auf der Schnellstraße ausprobieren. Die haben wir ja gerade hier direkt vor uns. So, hier, Vollgas. Und da, guck mal, da kommen die blöden Schweine. Ah, gut, gegen LKWs hat man halt nicht so viel zu melden, ne? Das ist leider so. Aber gegen Autos, absolute Spitzenklasse. Hier nochmal. Juhu! Veredelt, vergoldeter Spitzenkaffee. Ich glaube, jetzt ist auch gut. Gehen wir zum nächsten, und zwar dem Ramp Baggy. Und dann haben wir noch danach den Insurgent Pickup Custom, womit man ein bisschen Spaß haben kann. So, genau. Wir sehen uns jetzt beim Ramp Baggy gleich wieder. Nicht auf meinem Ramp Baggy, nein! Oh, ich dachte schon, ey. Holy shit. So, und jetzt mit dem Ramp Buggy. Das ist halt das nächste Fahrzeug, was echt Laune macht. Weil man mit einer gewissen Geschwindigkeit auch Spieler nerven kann. In der Regel mache ich das immer ganz gerne, dass ich sowas hier mache mit Spielern. Ich fahre den hinterher und jag's die mal hoch. So, jetzt legen wir nochmal los. Schön auf der Schnellstraße. Einmal Vollgas. Zack. Und die Leute richtig schön aussuchen hier. Juhu! Juhu! Aber hier, die. Oh, was war er denn für einer? Hier, die. Boah, der hat ja richtig gelitten, ey. So, komm, den nehmen wir noch hier. Zack. Oh, yeah, baby. Die Ballerina war am Tanzen. Ja, und das war der Schlussstrich, sodass wir auf den anderen Wagen umschwenken können, ne? Der letzte Wagen in unserer Liste heute ist der Insurgent Pickup Custom, weil er einmal das machen kann und weil er einmal das machen kann. Nice. Und weil er dann am Ende den Abschluss macht mit einer Mine, was natürlich beide vielleicht sogar in die Luft jagt. Nee, nicht ganz, schade. Ja, das ist halt so das, was mich an dem so begeistert. Man hat Minen und das Ding ist super robust. Also wenn man mal eine Mine falsch schlägt, dann... Oh Gott, was war das denn? Ist das peinlich. Wenn man mal eine Mine falsch schlägt und selber reinfährt, dann ist man nicht direkt am Arsch, so, ne? Das ist halt wirklich angenehm. Ich mach das mal ganz kurz. Der ist halt einfach robust. Der kann einiges ab. Der ist wieder Night Shark. Und der hat auch noch Power zum Rammen. Ich glaube, der haut sogar so ein Riesending weg.
hier. Ja, so. Hello. Zumindest ein bisschen, ja. Und fährt auch notfalls über Sachen rüber, um irgendwo rüber zu kommen. Okay, der Vorführeffekt haut heute richtig rein. Hier, über sowas fährt man einfach rüber. Kein Ding. Andere Fahrzeuge kommen da halt nicht rüber. Oder hier. Oder hier halt. Ladies and gentlemen. 5 Minen können gleichzeitig liegen. Wenn man mehr legt, dann verschwinden die alten. Das ist halt ein bisschen was, was man beachten muss. Ja, da kann man ein richtiges Getümmel machen. Hier oder jetzt. Achtung. Die Mine. Die Minen, die sind einfach absolute Oberklasse. Jetzt. Ja. Alter. Das ist auch schon alles. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Informationen braucht zu den Fahrzeugen, die ich jetzt hier erklärt hatte, dann sagt mir Bescheid. Ich wollte das Video möglichst jetzt nur auf den Spaß fokussieren, jetzt gar nicht großartig die Fahrzeuge beschreiben. Vielleicht würde ich den Fundort bzw. die Kosten nochmal im Video in der Nachbearbeitung reinhauen. Grundsätzlich ist es jetzt aber nicht genannt worden. Das würde ich jetzt auch gar nicht nachholen wollen. Ich glaube, das mache ich schriftlich. Und ja, solltet ihr Fragen haben oder Kommentare, dann haut sie raus. Wenn ihr Likes habt, dann haut sie auch raus. Ich freue mich über Likes. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Huh?